Jedes Jahr zur Adventszeit geht ein Leuchten durch die Welt. Dann erstrahlen rund um den Globus Herrnhuter Sterne und schmücken Häuser, Kirchen und Straßen. Der Stern aus der Oberlausitz ist für viele Symbol für Gemeinschaft, Glauben und Tradition. Ich habe es manchmal nicht erwarten können, bis erster Advent ist mit dem Aufhängen der Sterne. Meistens habe ich schon eine Woche vorher aufgehängt gehabt. Es ist ein Symbol für Hingabe, für Schutz. Das ist unser großer Stern, ein traditioneller Weißer. Ein Stern mit Geschichte, der Erinnerungen weiterträgt, der Geborgenheit, Wärme und Zuversicht schenken soll. Jedes Mal, wenn die Kinder den Stern anschauen, empfinden sie Hoffnung und Freude. Der ist für mich eine Verbindung zu meinen Wurzeln. Überall in der Welt geht von dem Stern aus Herrnhut ein Zauber aus. Und das seit 200 Jahren. Er ist in seiner Form, in seinen Proportionen für mich ein unglaublich schöner, vollkommener Stern. Also ich könnte mir jetzt kein Weihnachten ohne Stern vorstellen. Herrnhut in der Vorweihnachtszeit. In vielen Stuben beginnt das große Basteln, das Sterneln, wie die Herrnhuter sagen, wenn sie ihre Sterne zusammenbauen. Pünktlich zum ersten Advent müssen sie hängen. So will es die Tradition in vielen Familien. Dieses Jahr bauen Katharina Kain und ihre Kinder einen neuen Papierstern zusammen. Eine knifflige Angelegenheit, die unbedingt gemeinsam gemacht werden muss. Das ist schon wichtig, dass da jeder seinen Anteil dran hat, weil es ja unser Stern ist. Ja. Familienstern. Für Katharina Kain erzählt der Stern die christliche Botschaft des Sterns von Bethlehem. Er hat für mich auch so eine Verbindung zur Weihnachtsgeschichte. Ne? Das ist ja eigentlich auch eine ganz schlichte Geschichte. Ne? Da wird ein Kind in einem Stall geboren, irgendwie in Windeln und ganz einfach und hat trotzdem so eine Ausstrahlung. Also das, wenn ich da so drüber nachdenke, ist das schon irgendwie für mich so der Inbegriff von Weihnachtsbotschaft, dieser Stern. In Katharinas Familie, die aus Herrnhut stammt, gehören die leuchtenden Sterne seit Generationen zur Weihnachtszeit. Es ist generell wichtig, altes, bewährtes, schönes fortzusetzen einfach. Also Dinge, die mir wertvoll sind, die mir wichtig sind, mit denen ich auch Erinnerungen verbinde, dass ich die versuche, an meine Kinder weiterzugeben. Der Stern ist da vielleicht auch nur eine Sache, aber sicherlich auch ein bedeutender Teil. Jetzt hängen wir noch den Stern vom Opa auf. Mein Großvater hat diesen Bausatz, den er da benutzt hat, von einem alten Herrnhuter vererbt bekommen. Mein Großvater war Friseur in Herrnhut und ist immer zu diesem alten Mann hingegangen. Und als dieser Mann dann gestorben ist, hat die Frau meinen Großvater gefragt, ob er das gerne weitermachen möchte. Und so ist er zu den Sternen gekommen und hat das dann wirklich mit ganz großer Sorgfalt und Liebe betrieben. Also er war sowieso ein sehr genauer Mensch. Es war ein Ritual. Die Adventszeit beginnt und dann wurden die kleinen Schraubenzieher rausgeholt und Lüsterklemmen und dann wurden in den Fenstern die Sterne aufgehangen. Jeder Stern ist individuell, doch eines muss das Original immer haben. 25 Sternspitzen mit 17 viereckigen und 8 dreieckigen Zacken.
Der Herrnhuter Stern ist eine Erfolgsgeschichte, die sich durch Familien und Jahrhunderte zieht. Seinen Ursprung und seinen Namen verdankt er der Herrnhuter Brüdergemeine, einer evangelischen Glaubensgemeinschaft. Deren Mitglieder kamen vor 300 Jahren als Glaubensflüchtlinge in die sächsische Provinz. Hergestellt wird der Stern seit 1897 in einer Manufaktur, die den Ort bald zu einer Marke machen sollte, rund um den Globus. Das kleine Unternehmen überstand wirtschaftliche und politische Turbulenzen. Zu DDR-Zeiten wurde der Betrieb erst verstaatlicht und dann wieder reprivatisiert. Ein einzigartiger Vorgang. Damals wie heute gehört die Manufaktur der Herrnhuter Brüdergemeine, die mit einem Teil der Gewinne Hilfsprojekte in der ganzen Welt unterstützt. Mittlerweile werden in der Manufaktur 700.000 Sterne pro Jahr produziert. Die ersten waren weiß und rot, als religiöses Symbol für die Reinheit und das Blut Christi. Doch schon bald gab es Modelle in mehreren Farbvarianten und Größen. Die Form ist geblieben. Es ist schon ein wunderschönes Objekt, vor allen Dingen, wenn es abends leuchtet. Je dunkler es wird, umso schöner wird es. Aber die Verbindung ist die Symbolik, die dahinter steht. Und das ist der Stern von Bethlehem. Und ich denke mal, dass das auch eine ganz große Sache ist, nämlich Hoffnung und Zuversicht. Was der Stern einem gibt, wenn man in den Himmel schaut, dann schaut man ja auch in die Ferne. Und dann wird das Naheliegende sehr schnell weg. Das ist die Botschaft. Jeder Stern wird bis heute von Hand gefertigt. In drei Produktionshäusern falzen und kleben 165 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die traditionellen Modelle aus Papier. Lediglich die Fertigung aus Kunststoff haben Maschinen übernommen. Bis jeder Handgriff sitzt, braucht es mindestens ein halbes Jahr lang Einarbeitungszeit. Unter Anleitung können sich in der Bastelstube Erwachsene und Kinder ihren ganz individuellen Stern basteln. Die 10-jährige Lucy ist Sternebotschafterin der Herrnhuter Manufaktur. Sie erklärt anderen Kindern die nicht ganz einfachen Schritte. Dann nehmt ihr euch jetzt die Farbe, die ihr euch auch noch ausgewählt habt, also nicht weiß. Und bei mir ist das jetzt abgefallen, also müsste ich noch mehr Leim nehmen. Nehmt ihr die und macht das Gleiche daneben. Der Stern ist ein Exportschlager. Aber mehr noch steht er für Gemeinschaft. Der Ursprung ist eine große Tradition, die wir hier in Herrnhut haben. Und das ist das Schenken, anderen etwas geben, was man selber gemacht hat, wo man sich sehr viel Zeit genommen hat. Und das ist die Tradition, die leben wir hier in Herrnhut. Die Brüdergemeine hat ihren Ursprung im 15. Jahrhundert. Damals haben sich Gläubige von der römisch-katholischen Kirche abgespalten und sich als Brüderunität in Böhmen und Mähren niedergelassen. Während der Gegenreformation im Habsburger Reich wurden sie als christliche Minderheit verfolgt und mussten fliehen. Und so kamen sie 1722 als protestantische Glaubensflüchtlinge in die Oberlausitz, ins lutherische Sachsen. Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf bot ihnen Asyl und sie siedelten sich auf seinem Landsitz an. Herrnhut ist bis heute Stammsitz der evangelischen Brüdergemeine. Dem, was dann noch entstehen sollte, gab man den Namen Herrnhut, denn die Leute wollten hier unter des Herrn Hut leben, unter Gottes Schutz. Und ich vermute, weil dieser Ort am Fuß des Hutberges gebaut wurde, wo früher Schafe gehütet wurden, hat sich dieses Bild natürlich angeboten, dass die Menschen hier auch unter der Hut des guten Hirten, unter der Hut Gottes leben wollten. Die Herrnhuter verstehen sich als eine offene Kirche von Brüdern und Schwestern, in der jeder seinen eigenen Weg zu Gott finden kann. Ihren Glauben leben sie in täglicher Gemeinschaft. Ein Wert wäre für mich die Geschwisterlichkeit.
Es steht dafür, dass Menschen verschiedener Herkünfte, Religionen ein Recht haben, zusammenzuleben. Aber im Grunde verstehen wir uns wirklich als Brüder und Schwestern. Unser Kirchensaal ist anders als andere Kirchen. Er ist ganz in Weiß gehalten. Ich liebe den Ausspruch von Graf Zinzendorf, der ganz entscheidend war in der Gründung von Herrnhut. Er hat gesagt, wenn Menschen im Saal sind, dann ist der Saal geschmückt. Und das heißt, jeder Mensch, der hierher kommt, ist sozusagen ein Schmuckstück. Deswegen gibt es keinen Altar, keine Kanzel, sondern einen schlichten Raum. Schon bald nach Gründung der Gemeinschaft im sächsischen Herrnhut zogen die ersten Missionare hinaus in die Welt. Mit dem Ziel, ihren Glauben unter den indigenen, nichtchristlichen Völkern zu verbreiten. Die Kinder der Missionare blieben oftmals zurück und lebten in den Internaten der Herrnhuter. In der Weihnachtszeit, so behauptet die Legende, kam ein Lehrer in Nieski in der Oberlausitz auf die Idee, den Stern aus der biblischen Weihnachtsgeschichte für den Mathematikunterricht zu nutzen. Aus geometrischen Formen entstand ein Stern gegen das Heimweh, der am 6. Januar 1821 zum ersten Mal leuchtete. Ein Stern, der spielerisch-mathematisches Wissen vermitteln sollte. Denn das Verständnis der Naturwissenschaften ist ein wichtiges Element der Glaubensgemeinschaft, Bildung, ein großes Anliegen. Und so hat das Sternebasteln bis heute seinen festen Platz in den Schulen der Herrnhuter. Schon in der alten Brüderunität wurden sofort Schulen gebaut, Lehrer ausgebildet und man gab sein Wissen weiter. Schulen wurden nicht nur in Herrnhut gebaut, sondern auch in Übersee, wenn Leute auf Mission gegangen sind, gehörten Schulen und Gesundheitsvorsorge immer zu den ersten Dingen, die gestartet wurden. Also nicht das Predigen stand im Vordergrund, sondern erstmal die Fürsorge, die Zuwendung zu den Leuten vor Ort. Der Kurort Königsfeld im Schwarzwald ist auch eines der Zentren der Herrnhuter Brüdergemeine. Und auch hier werden in den Zinzendorf-Schulen im Advent Sterne gebastelt. Ich selber habe eine ganz persönliche Beziehung zum Herrnhuter Stern, weil er bei meiner Oma im Erkerzimmer immer hing. Und der schon von Weitem wirklich immer sichtbar war. Wenn wir auf der Fahrt zu ihr waren, war rundherum Dunkelheit. Aber dieser Stern, der leuchtete. Und das war für mich Heiligabend immer so ein Ankommen. So etwas ganz, ganz Vertrautes und Heimliches. Die gebürtige Erfurterin, die vor 20 Jahren als Lehrerin an die Zinzendorf-Schule in Königsfeld kam, wollte die Tradition des Sternebastelns in der Schule wieder aufleben lassen. Die filigrane Handarbeit musste sie erst einmal lernen. Denke dran, dass du das Prinzip hast, du kannst sie halbieren. Weißt du, du kannst sie, ja genau, das ist ja das Einfache an der großen Zacke. Also das Einfachere an der großen Zacke, ja. Ich kann mich noch gut an meinen ersten Stern erinnern. Ich weiß noch genau, wie meine Hände gezittert haben, als ich kleben musste. Oder auch, als ich das Papier nur anreißen sollte. Weil es einfach eine heikle Geschichte ist. Also da braucht man ganz viel Gefühl dafür. Und das muss man ja erst mal erlernen oder erspüren. Königsfeld unterscheidet sich von den umliegenden Ortschaften in der Region. Das Städtchen wurde zu Beginn des 19. Jahrhunderts als eine Siedlung der Herrnhuter gegründet und ganz ähnlich zur Schwestergemeinde in der Oberlausitz rund um einen quadratischen Platz angelegt. Neben Kirchengebäude und Häusern für Handwerk und Gewerbe standen bald auch Schule und Internatsgebäude. Bis heute zählt das Internat im Schwarzwald zu den größten Europas. Hans Rohrbach kam 1961 als Schüler hierher. Die Adventszeit war da vor allem eine heimliche Zeit. Im September ging es eigentlich schon los. Da hat die Gruppe, bei uns hieß es die Stube, die hat sich zusammengesetzt und hat überlegt, was machen wir für eine Dekoration. Bauen wir Sterne, machen wir Transparente oder sonstiges. Und dann haben wir die Stuben verrammelt. Das heißt,
Wir haben das Mobiliar so gestellt, dass wenn die Tür aufging, keiner was sehen konnte. Und das haben alle anderen Gruppen auch gemacht. Und so haben wir uns hingesetzt und haben Sterne gebastelt. Ich habe gar nicht gewusst, was ist das für ein Stern. Eine Tradition wurde so von Jahrgang zu Jahrgang weitergegeben. Mit dem heimlichen Basteln und Werkeln entstand eine ganz besondere Vorfreude auf die Adventszeit. Am ersten Advent haben wir dann die Möbel weggestellt, sodass man raus und rein konnte und alles anschauen. Und an einem Donnerstag, ich glaube, es war immer so am dritten Advent rum, war dann der sogenannte Wandelabend. Da heißt, die Bevölkerung durfte in die Internate kommen und die verschiedenen Gruppierungen anschauen, was die gebastelt haben. Das war also schon eine tolle Zeit, vor allen Dingen nachher, wenn dann zum ersten Mal auch der Stern ans Kabel angeschlossen wurde und die Birne leuchtete, dann war das ein erhebendes Gefühl. Welches er teilen wollte. Und so warten seit den 1970er Jahren im Rathaus der Gemeinde viele Sterne auf ihre jährliche Erleuchtung am ersten Advent, weil Hans Rohrbach als Leiter der Kurverwaltung damals eine Idee hatte. Wäre das nicht schön, wenn wir in der ganzen Straße solche Sterne aufhängen wollten? Und dann habe ich gesagt, das will ich mal in Angriff nehmen. Wir besorgen Herrnhuter Sterne in Herrnhut, was gar nicht so einfach war. Das ging über eine Import- und Exportfirma in Hamburg. Weil da war ja eine Mauer zwischen unseren beiden Ländern, nicht? Kamen damals riesige Holzkisten an mit den Zacken drin, die man noch dann zusammenfädeln musste mit so einem Band. Beim ersten und zweiten Mal war schon schwierig. Und nicht ganz billig. Rund 150 D-Mark kostete damals ein großer Herrnhuter Stern. Wertvolle Devisen für die DDR. Hans Rohrbach gewinnt Geschäftsleute in Königsfeld für die Idee und überzeugt sie, einen Stern für die Straßen im Ort zu kaufen. Dafür übernimmt die Gemeinde das Lagern, den Strom und das Aufhängen. Immer in der Woche vom ersten Advent. Ein bisschen Verkehrschaos. 47 Sterne gibt es in der Stadt. Jeder hat seinen Platz, der auf einer Karte genau eingezeichnet ist. Während zu Anfang nur wenige Geschäftsinhaber von der Idee begeistert waren, machen mittlerweile fast alle im Ort mit. Der letzte Stern, die Nummer 47, ist ein besonders großer fürs Rathaus. Der Star unter den Königsfelder Sternen. Das ist jetzt der krönende Abschluss. Wenn der hängt, sind wir alle froh. Dann darf Weihnachten kommen, weil dann leuchtet Königsfeld. Auf der Terrasse von Christa Meier, die aus der Oberlausitz stammt und in Königsfeld lebt, hat ein gelber Stern einen ganz besonderen Platz. Wenn sie ihn alljährlich aufhängt, wandern ihre Gedanken zurück in die 1930er Jahre. Mein ältester Bruder erkrankte und musste im Krankenhaus lange Zeit bleiben. Weil er geistig aber gesund war, wurde er dort auch beschult. Und durfte sogar mit basteln, damit auch seine handwerklichen Fähigkeiten nicht untergingen. Zu diesen Bastelarbeiten gehörte der Herrnhuter Stern. Die Mutter hängte ihn über die Wiege von Christa Meier. Gern hätte sie von ihrem Bruder das Sternebasteln gelernt, doch dazu kam es nie. Mein Bruder hatte das Pech, dass er mit gerade 18 Jahren zu den Soldaten geholt wurde. Es war das Jahr 1944. Es gab immer wieder Bombenangriffe
Und bei einem dieser Bombenangriffe wurde er verschüttet und starb. Der gebastelte Stern wurde das einzige Andenken an den Bruder. Über viele Jahre bewahrte die Familie den Stern aus Papier behutsam auf, um ihn alljährlich zur Weihnachtszeit erstrahlen zu lassen. Als er kaputt ging, ersetzte Christa Meier ihn, denn der Herrnhuter Stern ist für sie mehr als nur Trost. Das ist zu gering. Trost. Es gibt Aufforderung, nicht einfach alles hinzunehmen. Und so schreibt die Geschichte jedem Stern eine andere Botschaft ein. Millionen Sterne hängen mittlerweile in der ganzen Welt, hergestellt in der kleinen Manufaktur in Herrnhut. Schon 1897 entwickelt der ortsansässige Buchbinder Pieter Hendrik Verbeek eine robuste Version des Papiersterns mit einem Körper aus Blech und Schienen zum Aufschieben der Papierzacken. Die handliche Idee meldet er zum Patent an und produziert die zusammensteckbaren Sterne in Serie. Der erste Großauftrag geht in die USA. Nicht von ungefähr, denn hierher sind die Herrnhuter bereits in der Mitte des 18. Jahrhunderts ausgewandert. Unter dem englischen Namen Moravian Church, der zurückgeht auf die mährischen Anfänge, gibt es noch heute in fast jedem Bundesstaat Gemeinden. Die größte ist in Bethlehem in Pennsylvania. Hier werden die Herrnhuter Traditionen gepflegt und die deutschen Wurzeln in einem großen Archiv aufbewahrt. Viele historische Dokumente der Herrnhuter werden hier gesammelt, auch die zu dem Stern aus der Oberlausitz. Das erste Foto, das wir vom Herrnhuter Stern in den USA haben, stammt aus dem Jahr 1907, zumindest soweit wir wissen. Dieses Foto wurde in der Nähe von Nazareth, Pennsylvania, aufgenommen, nur etwa 9 Meilen von hier. Er hängt im Dachreiter der Kirche. In großer Anzahl wurde der Stern ab den frühen 1920er Jahren hier in Bethlehem verkauft. Hi, wie geht's? Gut, und dir? Ist das für dich oder ein Geschenk? Ein Geschenk. Ah, schön. Diese Sterne kommen direkt aus Herrnhut in Deutschland. Handarbeit aus Deutschland verkauft sich gut in den USA. Von Bethlehem aus wird der originale Herrnhuter Stern mittlerweile in das ganze Land verschickt. Denn auch hier ist er seit vielen Jahrzehnten ein beliebter Weihnachtsschmuck. Jeder kommt in eine besondere Stimmung, wenn er den Stern aufhängt. Es ist ein großes Ereignis für die Familien. Der Stern versetzt alle in eine besinnliche Stimmung. Man ist freundlicher, ein bisschen netter zu allen. Stimmt's? Ja, ich glaube, die Leute haben ein breiteres Lächeln auf ihren Gesichtern. Er gibt eine Leichtigkeit. Es ist einfach wirklich cool. Für Familie Reis ist der Stern Botschaft ihres Glaubens. Janelle ist die Pastorin der Moravian Church. Das ist unser großer Stern, ein traditioneller Weißer. Eigentlich ist er für unser Küchenfenster zu groß, aber wir wollten unbedingt so einen haben. Der Stern hat eine Magie, vor allem zur Weihnachtszeit. Ich denke, es ist einfach eine schöne Sache, um die Menschen daran zu erinnern, dass Weihnachten eine Zeit ist, in der man freundlich zu allen sein sollte. Und es ist eine wirklich jedes Jahr schöne Tradition. Vor allem, wenn es so früh dunkel wird, haben wir ein bisschen mehr Licht in unserer Welt, auch im übertragenen Sinn. Für die Gläubigen der Herrnhuter Brüdergemeine spielen Lieder eine wichtige Rolle. Ich singe jeden Morgen in der Kirche das Lied Der Morgenstern. Das ist eine schöne Tradition.
Es ist ein klassisches Herrnhuter-Lied. Und es ist schön, es zu singen und an den Herrnhuter-Stern zu denken. Jesus, mine, in me shine, in me shine. Jesus, mine, fill my heart with Der größte Herrnhuter Stern erstrahlt im Dachreiter der Kirche von Bethlehem. Seit 2014 wird er hier jedes Jahr aufs Neue zur Adventszeit aufgehängt. Ein Geschenk der Herrnhuter Brüdergemeine als Zeichen der Verbundenheit über den großen Ozean hinweg. Zurück in Herrnhut bei Katharina Kein. Hier beginnen die Vorbereitungen für den ersten Advent wie jedes Jahr mit einer besonderen Inventur. Der große Stern, der im Gemeindesaal aufgehängt werden soll, wird begutachtet. Ein Stern, der symbolisiert, was den Herrnhutern wichtig ist: Gemeinschaft. Deswegen haben alle mitgebastelt. Das waren viele, viele Stunden. Das waren viele Stunden. Das hat keiner zusammengezählt. Keiner, weil es so viele Leute waren, einfach, die mitgebaut haben. Ne? Also waren Kindergartenkinder, die mitgebaut haben, Bewohner aus dem Altenheim, die Schüler der Zinsendorf-Schulen haben mitgebaut, die Schüler der Förderschule haben mitgebaut und Gemeindemitglieder. Und viele Familien, genau. Gemeinschaft. Dann nehmen Leute immer und sagen, okay, wir machen 5 von den großen Zacken oder wir machen 10 von den kleinen und dann stehen die alle da und dann geht das große Aufkleben los. Die Herrnhuter möchten eine Kirche für alle sein. Für Menschen verschiedenster Kulturen. Diese Vielfalt zu leben ist eine Herausforderung und hat in der Vergangenheit auch manchmal zu Spannungen geführt. Dass Diversität nicht Trend, sondern eine Stärke ist, soll dieser 110-zackige Stern zeigen. Wenn man sich die Zacken genau anguckt, ist er keine wie die andere. Ja? Und wenn man ganz nah ranguckt, geht sieht da auch ein bisschen schief aus. Ja, also, aber von der Ferne, das Gesamtbild ist dann einfach schön. Ja? Die einzelne Zacke ist vielleicht nicht perfekt, aber alle zusammen geben ein richtig schönes Bild. Katharina Kein erinnert der Stern an die Werte der Herrnhuter Brüdergemeine. Das Licht, die Wärme, die er ausstrahlt, die Gemeinschaft, die wir hier haben, in der jeder irgendwie auch herzlich aufgenommen ist. Also ich bin auch noch nicht so lange in der Brüdergemeinde und habe das selber erlebt, wie herzlich man hier aufgenommen wird. Und ich denke, das transportiert für mich auf jeden Fall dieses Licht des Sterns, das warme gelbe Licht, dass man offen ist. Licht und Wärme bringt der Stern auch in Grönland alljährlich zur Adventszeit. Die Herrnhuter Missionare nahmen ihn einst mit in den hohen Norden, als Erinnerung an Zuhause und Zeichen ihres Glaubens. Heute haben die Grönländer daraus ihren eigenen Stern gemacht, mit eigener Tradition. Ihr Weihnachtsstern wird in abgewandelter Form und Farbe jedes Jahr zur Weihnachtszeit immer wieder aufs Neue gefaltet. Ein Muss in Nuuk, Grönlands Hauptstadt. Alle Grönländer hängen einen Weihnachtsstern ins Fenster und lassen ihn ab dem ersten Adventssonntag leuchten. Der Stern bedeutet für mich Licht in der Dunkelheit. Der Stern ist die Wärme in der Kälte. Der Nordstern. Er erstrahlt immer in der Weihnachtszeit, wenn viele Menschen zusammenkommen und bringt so ein Gefühl von Gemeinschaft und Liebe. Er ist die Vorfreude auf Heiligabend. Grönland war nach der Karibikinsel St. Thomas das zweite Gebiet, in das die Herrnhuter Missionare schickten. 1733 kamen die ersten Glaubensbrüder im Norden an, um die Dänen bei der Missionierung zu unterstützen. Die Herrnhuter gingen jedoch ihren eigenen Weg.
Sie lernten die Sprache und Gebräuche der Inuit und passten sich ihre Lebensweise an. Die Missionare, meist Handwerker, sollten, das war der Plan, so leichteren Zugang zu der einheimischen Bevölkerung erhalten. Der Plan ging auf. Die meisten Inuit schlossen sich den Herrnhutern statt den dänischen Missionaren an. Der Lebensstil der Herrnhuter-Missionare passte mehr zum Lebensstil der Inuit, bei denen sich das tägliche Leben auch in der Gemeinschaft abspielte. Während für die dänischen Missionare harte Arbeit wichtig war. Die Herrnhuter verließen Grönland 1900. Noch immer lassen sich einige grönländische Traditionen auf die Herrnhuter zurückführen, auch der Stern. Der Herrnhuter Stern hat eine Verbindung zur christlichen Tradition. Er steht für Gemeinschaft. Es gibt aber auch eine Regel, die man unbedingt befolgen muss. Man schaltet ihn nicht vor dem ersten Advent an. Und es kann sein, dass einige Leute der alten Schule, wie ich, sich daran stören, wenn man ihn zu früh anschaltet, weil er für den Advent, für Weihnachten gedacht ist. Bis zum Fest Heilige Drei Könige am 6. Januar leuchten die Sterne in den nordischen Nachthimmel. Zurück in Deutschland, in Heilbronn. Hier hütet Jens Weiß eine Vielzahl von Sternen in allen Größen. Handgemacht von seinem Großvater, der im Laufe von 70 Jahren das Sternebasteln perfektioniert hat. So, jetzt sind hier noch Schützer drauf. Die muss man wegmachen, dass auch bei der Lagerung nichts kaputt gehen kann. Das ist wieder ein Punkt, wo man sieht, dass mein Opa perfektionistisch gearbeitet hat. Also normalerweise sollte mein Großvater hier noch beim Interview dabei sitzen. Das ist leider nicht möglich, da er vor ein paar Wochen verstorben ist. Aber jetzt haben wir halt nochmal eine ganz andere Bedeutung, wenn wir jetzt den Stern aufhängen, weil es halt wirklich eine tolle Erinnerung an ihn. Ja, dafür hat er gebrannt und irgendwie ist er dann Weihnachten doch dabei. Jeder einzelne Zacke erzählt von der Leidenschaft des Großvaters für die Herrnhuter Sterne. Klaus Eiben hat als Kind viele Entbehrungen erlebt. Er wuchs in den 1940er Jahren in Leipzig auf. In der Nachkriegszeit war natürlich viel kaputt. Die Wohnungen waren kalt und leer. Und der einzige Zufluchtsort zur damaligen Zeit, wo er noch erhalten war und schöne Wärme gegeben hat, war die Thomaskirche. Und da hat er oft Besuche gemacht und auch da einen riesen Stern gesehen und der schön gestrahlt hat, Wärme gebracht hat. Und das hat ihn inspiriert und hat dann versucht, auch in andere kalte Wohnungen ein bisschen Licht und Wärme zur Weihnachtszeit zu bringen und hat da die ersten Sterne gebastelt. In allen Größen. Wenn Klaus Eiben seine selbstgebauten Sterne an Freunde in der ganzen Welt verschickte, schickte er immer auch ein Stück Wärme. Mit 12 Jahren hat er den ersten gebastelt. Und zwar mit einem, der aus dem Internat kam, aus Ninsky. Und der hat es ihm gezeigt, wie man so einen Stern bastelt. Und dann ist da wirklich eine Tradition entstanden und hat wirklich fast jährlich Sterne gebastelt und das auch weitergegeben. Und ich glaube, jetzt in Summe hat er über 250 Sterne in seinem Leben gebastelt. Mit seinem Schwager in den USA teilte der Großvater von Jens Weiß die Begeisterung für den Herrnhuter Stern. Guten Morgen nach San Francisco. So, Weihnachten steht vor der Tür. Bist du wieder am Basteln? Ich meine, das ist Weihnachtszeit, dann mache ich immer einen Stern. Ich wollte nur zeigen, das ist ein Modell von einer Größe, da habe ich nur einen Stern jemals gebaut hier. Der sieht riesig aus. Ich kann nicht größer bauen, weil ich das nicht durch die Tür kriege. Bist du über den Balkon? Ja, aus dem Fenster ging's. Aber das zeigt dir, wie das anfängt, nicht? Wo hast denn du das gelernt? Also ich meine, das musste ja mal irgendjemand gezeigt haben, oder? Den ersten Stern, den ich gebaut habe, war vor 80 Jahren. Vor 80 Jahren? Ja, mit 10 Jahren bin ich ins Internat gekommen in Niesky, Oberlausitz. Im Internat der Herrnhuter Brüdergemeine wurde Tom bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges vor den Nazis versteckt.
ich bin halbjüdisch, nicht, ja? Mein Vater ist jüdisch. Und so, meine Mutter hat das, um mich wegzukriegen aus Berlin, hat sie mich in Niesky installiert. Und die einzige Person, die davon wusste, dass ich nicht ganz koscher war, war der Direktor, verstehst du? Das ist der Einzige. Aber niemand wusste das. So, das war der Grund, warum ich in Niesky war, ja. Dank der Herrnhuter überlebte Tom. In den 1970er Jahren wanderte er nach Amerika aus. Der Stern erinnert ihn an die Zeit in der Oberlausitz, die ihm das Leben gerettet hat. Auch heute engagieren sich die Herrnhuter für Menschen, die auf der Flucht vor Hunger und Krieg sind, wie hier in Malawi. Ihr Verständnis von Mission hat sich gewandelt. Mit der Herrnhuter Missionshilfe leistet die Gemeinschaft vor allem soziale Arbeit, auch im Flüchtlingscamp in Dover. Von den weltweit 84 Millionen Geflüchteten leben die meisten auf dem afrikanischen Kontinent. Wir sind im Jaleka Flüchtlingslager, dem größten in Malawi, mit über 50.000 Menschen. Gedacht war es für 10.000. Wir haben Flüchtlinge aus verschiedenen Ländern. Die meisten kommen aus der Demokratischen Republik Kongo, Burundi, Ruanda und Äthiopien. Die Herrnhuter, die einst selbst als Migranten nach Sachsen kamen, helfen Menschen, die wie sie fliehen mussten. Vor allem Kindern wollen sie eine Zukunft geben. Das Lager hatte nur eine Schule. Sie konnte nicht alle Kinder aufnehmen, die sich im Lager aufhielten. Deshalb hat die Herrnhuter Missionshilfe beschlossen, noch eine Schule, einen Kindergarten und eine Grundschule zu bauen. Denn Bildung ist wichtig. Sie eröffnet den Kindern viele Möglichkeiten. Mit dem Herrnhuter Stern bringen die Lehrer auch im Flüchtlingscamp Kindern auf ganz spielerische Weise mathematische Formen nahe. Genau wie früher in den Internatsschulen der Brüdergemeine. We wish you a Merry Christmas. You're not singing. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Since it's a Christmas star. Es ist ein Weihnachtsstern und Weihnachten bringt Glück und Hoffnung. Und das sehen die Kinder auch in dem Stern, wenn sie ihn anschauen. Auf dem Sternberg, 25 Kilometer nördlich von Jerusalem, steht das Star Mountain Center, ein Förderzentrum der Herrnhuter Missionshilfe. Hier kommen Christen und Muslime zusammen, Kinder und Jugendliche mit Behinderung. Sie lernen und arbeiten gemeinsam und werden auf ein selbstständiges Leben vorbereitet. Die Herrnhuter wollen hier im palästinensischen Autonomiegebiet eine friedensstiftende Arbeit leisten. Das Star Mountain Center als ein Hoffnungsort im Heiligen Land, über dem der Herrnhuter Stern leuchtet. Es ist eine Botschaft, die ausgetragen wird in die ganze Welt. Deshalb der Stern. Und der bringt Segen und Freude. Es ist ein Symbol für Hingabe, für Schutz. Man denkt, es schützt. Man hofft, es gibt Hoffnung. Wir können uns nicht leisten, nicht zu hoffen. Wenn man nicht hofft, dann ist man deprimiert, dann leiden wir mehr. Aber wenn wir an die Hoffnung uns klammern, dann werden wir aktiv, damit es auch wahr wird. Jedes Jahr bekommt der Herrnhuter Stern einen Platz über der Krippe und erinnert an den Stern von Bethlehem, der hier den heiligen drei Königen den Weg zur Krippe erleuchtet haben soll. Christen und Muslime hängen ihn gemeinsam auf.
Die ehemalige Leiterin des Sternberg-Center, die palästinensische Christin Sumaya Fahad Nazar, arbeitet heute als Friedensaktivistin. Jeder Mensch wird geboren mit einem wunderbaren Kern. Es liegt an einem selbst, dieses Wunderbare zum Blühen zu bringen. In jedem Herzen ist ein Diamant. Es liegt an einem selbst, dieses Diamant zum Glänzen zu bringen. Ich könnte auch sagen, in jedem Herz ist ein Stern. Dieser Stern kann jeder dann leuchten lassen. Das Förderzentrum in Ramallah arbeitet mit der Johann Amos Comenius Schule in Herrnhut zusammen. Auch einer Fördereinrichtung für Kinder mit Behinderung. Katharina Kein unterrichtet hier Religion. Alle Jahre wieder, zur Adventszeit, erzählt sie ihren Schülerinnen und Schülern vom Ursprung des Herrnhuter Sterns und seiner Botschaft. Warum hängen wir denn diese Sterne im Advent auf? Hat jemand eine Idee? Von Gott vielleicht, von Gott uns sieht. Meinst du, der Stern ist ein Zeichen dafür, dass Gott uns sieht? Ja, was macht er? Der Stern leuchtet ganz hell und zeigt uns nochmal mit Jesus. Ist das Licht in die Welt gekommen? Wo? Ja. 50 Zacken hat der Papierstern, der im Kirchsaal der Königsfelder Brüderunität zur Adventszeit aufgehängt wird. Seit vielen Jahrzehnten ein Ritual, zu dem sich einige Gemeindemitglieder treffen. Weiter runter, Peter. Genau, weiter runter. Ich hab's los, ich bin raus. Vorsicht ist geboten, denn die Papierzacken sind empfindlich. Fast wie eine Prozession, gell? Ohne Stern, da sind sich alle einig, wäre Weihnachten in Königsfeld nicht das Gleiche. Heiligabend in Königsfeld ist immer was Besonderes. Man kommt hier rein und der Stern leuchtet dann. Und es gibt allein schon eine ganz besondere Stimmung. Dann während dem Gottesdienst werden ja noch Kerzen ausgeteilt, eben, die dann auch noch verziert sind. Eben. Dann werden die ganzen Lichter ausgeschaltet. Man sieht praktisch den Liedtext schon fast gar nicht mehr. Aber man genießt den Moment, wo der Stern dann nur leuchtet und dann die Kerzen zu den Seitentüren reinkommen. Ein ganz schöner Moment. Und der ist seit eh und je gleich und der bleibt auch erhalten. Peter, machst du noch mal an? Die Birne geht noch. Katharina Kein gehört in Herrnhut zum Team, das sich um den großen Stern kümmert, der auch hier ab dem ersten Advent im Kirchsaal leuchten soll. Oh, jetzt nicht ist hier. Jede Zacke wird noch einmal von Hand geprüft, bevor der Stern in einer aufwendigen Zeremonie gehangen wird. Der Stern ist erstmal ein Stück Heimat für mich, aber die Botschaft ist ganz klar, es ist die dunkle Jahreszeit und es kommt ein warmes Licht. Gerade in diesem Jahr haben wir so viel Frust und Streit durch Corona und da sagt man, es wird trotzdem Weihnachten und da ist ein kleines Kind geboren, was alles auf den Kopf stellt, was bis jetzt in der Welt wichtig war und gegolten hat, dass die Starken immer gewinnen und die Reichen immer oben aufschwimmen. Gott sagt, nee, auch die Schwachen, die Kleinen, die habe ich lieb und zu denen komme ich. Und die sind mir genauso wichtig wie die Großen und die Starken. Vielleicht sogar wichtiger, weil sie mich nötiger haben. Und das steckt alles in dem Stern drin. Also ganz viel Politik, wenn man so will. Und einfach eine gute Botschaft. Frieden.